Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, unsere arme Karre hat einiges abbekommen. Die müssen wir erstmal mühevoll reparieren wahrscheinlich. Jetzt schau mal aber erstmal, wir haben rechts eine To-Do-Liste. Errichte eine Verschönerungsmaschine, okay? Und deponiere gesammelte Lackfarben und Aufkleber im Farbenregal. Was ist denn ein Farbenregal? Das ist ein Spind. Das ist aber kein Farbenspind. Ah, ein Farbenregal. Lackregal, okay. Burnt Orange Lack, okay. Aufkleberkit. Schön, dass man hier auch Sachen hat. Ich glaube, die Aufkleber muss ich tatsächlich aber in diese Verschönerungsmaschine machen. Je nachdem, ob das dann schöner ist oder nicht. Ist das voll? Ja, ich glaube, wir haben letztes Mal voll getankt. Mülltonne des Wunsches. Offenbare, was in dir steckt. Oh, Dankeschön. Na, hört ja gar nicht mehr auf. Ist ja wie mein Hintern, wenn ich Bohnen esse. Her mit dem Metallschrott. So, dann würde ich sagen, laden wir es einfach mal. Kann nicht schaden. So, dann haben wir hier etwas Unaufgeräumtes jetzt. Das kann ich gar nicht leiden. Das ist kein Ordnungsprinzip steckt hier mehr dahinter. Ah, ist egal, wir stapeln es einfach mal dazu. Vielleicht beschäftigen wir uns nachher damit oder gar nicht. Ich weiß es nicht. Verschönerungsmaschine müssen wir bestimmt erforschen. Rohrpostsystem, da ist nichts drin. Vielleicht können wir tatsächlich hier was machen. Material. Was ist das? Materiezerleger. Der Materiezerleger ist ein energieeffizientes, kostengünstiges und wahrscheinlich sogar ethisch unbedenkliches Gerät, mit dem du Autoteile in Sekundenschnelle recyceln kannst. Achte nur darauf, nicht mit der Hand in die Suspensionsmatrix zu geraten. Und dafür brauche ich noch zwei Zahnräder. Das wird aber an sich gut klingen und das kostet auch nicht so viel. Auf in die Zahnradfabrik. Also an die Werkbank. Irgendwie müssen wir die machen können. Zahnrad. Och ja. Mit Metallschrott. Natürlich kriegt man das hin. So. Dann Materiezerleger bestätigen. Ja? Und wo muss der hin? Dahin. Na gut. Installieren. Oh. Oh, sehr schön. Ich kann den Scheiß hier also aufräumen und langsam upgraden. Ja, das ist klasse. Und was kann ich hier zerlegen? Irgendwelche Autoteile. Wahrscheinlich hatte ich ja mal Gummireifen und Ersatzreifen. Ich glaube, sowas kann ich jetzt zerlegen. Ich hoffe einfach mal. Ich habe leider eine Müllperle. Schneide eine Perle in zwei Hälften und du wirst 1000 Schichten wertvoller Materialien um den Kern angeordnet finden. Wer weiß, was du findest, wenn du etwas davon zerlegst. Och, das klingt doch schon richtig ab in den Materie-Zerschredderer. Ich glaube, ich habe was richtig gemacht. Glasscherbe, Notration, Notration, Notration. Wieso hatte die Perle denn so viel Notrationen innen drin? Das macht doch gar keinen Sinn. Hat jetzt an Kostbarkeiten gedacht. Oh, Metallschrott auch. Na, das hat sich ja gelohnt. Ich glaube, wir haben irgendwo noch eine. So, das muss man natürlich wieder erst hier rein tun. Ja, die Konserven kommen ja nicht hier rein. Da war die andere Perle. Ich nehme mal das Teil hier mit zum Auto, dann können wir mal ausräumen und den Sauger ausprobieren. Wenn ich das inzwischen richtig verstanden habe. So, was braucht man nicht? Das da. Konserve, Konserve, Konserve. Stahlblech, ja, meinetwegen. Tun wir auch mal rein. So, wäre natürlich jetzt gescheit, wenn ich den anderen gleich in der Hand hätte, aber so fortschrittlich ist es, glaube ich, noch nicht das Spiel. Hier mit dem ganzen Zeug. Rein mit dem ganzen Zeug. Also, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Versuch schadet aber nicht, würde ich sagen. So, das behalten wir ja drin. Die Glühbirnen braucht man aktuell nicht. Den Benzinding braucht man auf jeden Fall. Ich habe sogar noch ein Reparaturkit gehabt.
Wann ist das denn passiert? Das hätte mir doch genützt letztes Mal. Auto war ja beinahe Schrott. So, jetzt nehmen wir dich mit zum Sauger und dann saugst du das hoffentlich in die richtigen Inventarplätze. Oh, da links ist er. Dann nochmal aufnehmen, fallen lassen und ich denke mal anschalten. Ja? Das funktioniert? Nö. Keine Ahnung, was das Ding macht. Vielleicht kann man damit ein bisschen Spaß haben, wenn man das Teil zwischen seinen Beinen da reinhängt, aber ansonsten habe ich keine Ahnung, was das bringen sollte. Na gut, wir werden es irgendwann rausfinden. So, ich würde meine Werkzeuge erstmal da deponieren. Die braucht man ja sowieso wieder. Den Hammer kurz mal da. Dann hammer ihn da. So. Und dann würde ich die Teile erstmal einsortieren. Bringt ja nichts, dass die hier in der Kiste vergammeln. So. Alles, was Miete zahlt und Ressource ist, kommt erstmal mit mir mit. Kommt in den Schrank. Ihr zwei kommt da raus. Da gehört ihr garantiert nicht hin. So, wäre die Frage, sind wir autistisch? Und wenn ja, wie sehr? Ich glaube, die Antwort ist so mittel. So, da kommt grünes Zeug hin. Wir haben es gleich. Keine Sorge. Keine Sorge. Das wird ein bisschen dauern. Nee, wird es nicht. Ist ja schön gekennzeichnet. Okay, grünes Zeug. Wieso habe ich da oben jetzt nur drei Slots? Ja, das macht ja das ganze System kaputt. Da muss hier unten halt was anderes hin. Gut, Plastik haben wir nochmal. Also an Plastik mangelt uns das nicht. Ich finde aber schön, dass wir die Umwelt so schön reinhalten und sauber machen. So, da unten kommt was hin, was wir nicht so viel haben. Ich glaube hier dieses Thermosaftkristall. Obwohl davon haben wir echt ganz wenig. Vielleicht die Schrauben. Nee, hier die Stethoskope. Nee, was sind das? Kupferdraht. Hätte ich doch wissen können. So, Kupferdraht noch da drauf. Passt zwar farblich jetzt nicht, aber ich kann hier auch nicht alles machen. So, blau, T-Shirt, 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 T-Shirt stapeln. Sieht jemand noch ein T-Shirt? Wenn ja, schreibt's in die Kommentare. Nee, das wird nichts bringen. Ich nehme ja nicht live aus. Live auf. So, dann hier Quietscheentchen darüber. Feuerzeug. Was haben wir denn noch als blaues? Ja, glaub's so. Wird ein Schuh draus, eine Gasflasche. Ja, kommt die mal dahin. Weil davon haben wir auch echt wenige. So, das kommt auch kurz mal dahin. Das kommt zu mir. So, das kommt dahin. Na, ist das ein System oder ist das ein System? Mist, geht schon nicht mehr auf mit den Schrauben. Nichts leichter als das. Wir ziehen die Schrauben nach unten. Ah, das muss auch mal sein. Das wird richtig gut aussehen. So, Sicherung. Was sind das? Plasma. Stimmt, da war ja was. Plasma stecken, Bruder. So, das passt. Das passt. Dann fängt's an mit dem Klebeband. Ja, ich würde das die Gaskartuschen mal da drüben hinmachen. Ich wünsche, wir haben hier demnächst mal eine Speichererweiterung zur Verfügung. So, das sieht gut aus. Was können wir denn noch gebrauchen? Wir haben Glas. Das würde ich tatsächlich mal hier. Hier, seltene Sachen. Obwohl, wir haben auch Gaskanister. Vielleicht tun wir die zu den Gaskartuschen. Das waren nicht die Gaskanister. Hier. Irgendwie wird so ein Schuh draus. So. Für dich habe ich gar keinen Platz. Pech für dich, du bleibst da. Du kommst erstmal nach rechts. Du kommst erstmal nach da. So. Sieht das nicht toll aus? Ich bin so stolz auf uns. Wir kriegen hier was hin. So, Gummientchen natürlich auch. Irgendwie. Ich wünsche, ich hätte pro Item einen Speicherslot. Das wird mir mehr gefallen. So, ja, da oben, das ist halt Mist irgendwie. Naja, geht nicht anders. Lassen wir es erstmal so. Ein zweiter Spind wäre echt gut. So, da tun wir nochmal die Perle rein. Das Stahlblech nicht.
Schauen wir mal, was rauspurzelt. Oh, tatsächlich die Stahlbleche. Gaskartuschen. Komm, ich brauche Chemikalien. So viel Chemikalien, wie du mir... Kupferdraht. Orangener Lack. Mist, keine Chemikalien für mich. So, und du bist ein Materiezerleger. Ach, das war eine Dose und damit kann ich nichts anfangen. Also wir versuchen noch zu stapeln. Metall geht. Das ist aber fast voll, der Slot. So, Stethoskope passen auch, Gaskartuschen auch. Mit euch kann ich nichts anfangen. Sehr gut, und ganz viel Stahlblechhammer. Ja, Sommerreifen, da müsste man nicht machen. Wir haben ja schon die besseren. Leiterplatte, Zahnrad, Vergasermotor. Reparaturkit. Da fehlen die Chemikalien. Kann ich Chemikalien craften? Ich fürchte, nein. Dann müssen wir unbedingt auf die Suche gehen, weil das Auto... So gehe ich nicht tiefer in die Zone. Das führt zu nichts Gutem. So, die Stahlbleche kann man zum Glück auch stapeln. Wir hatten hier doch noch einen Spind. Ach, der ist genauso wie die anderen. Dann wird das sich praktisch hier lohnen. Kann ich das in die Flossen nehmen? Ja, das wird schon passen. Das können wir im Materien zerkleinern. Und die kann ich erst danach aufnehmen. Alles klar. Das wäre hier ja praktisch, um auch noch die anderen Ressourcen, die wir da nicht unterbringen, unterzubringen. Macht Sinn, was ich sage, oder? So, rein mit dir. Und dann holen wir noch die Autotür. Nein, das wollte ich doch im Moment gar nicht. Autotür. Ja, mit dir. So, ach, das ist eine wunderbare Maschine. Ich wünschte, ich hätte sowas daheim. Könnte einfach meinen Müll reinwerfen, kommt nützliches Zeug raus. Oder mehr Müll, wer weiß das schon. Was, in der Autotür waren keine Chemikalien? Sind in den Gaskartuschen Chemikalien? Ein kleiner Druckbehälter, der einen geringen Antrieb erzeugen kann und sich als rudimentärer Stoßdämpfer eignet. Das ist ein offensichtliches Nein. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nein, das passt schon nicht mehr. Her mit dir. Und was ist alles noch out of place? Das da. So. Das habe ich jetzt richtig klug gemacht. So. Ihr könnt hier bleiben. Das stört mich nicht. Gaskartuschen kommen mit. Die Teile kommen auch mit. Die Teile kommen auch mit. Die fühlen sich bestimmt im anderen Ding wohler. Und vielleicht die Gummiendchen auch irgendwann. Ja, ist egal. Kann ja nicht die ganze Folge damit zubringen, nur zu sortieren, aber zumindest eine halbe Folge oder so. Nee, Spaß, das kriegt man schon hin. So, ihr kommt dahin, obwohl du bist ja selten. Du kommst da unten und die Gaskartuschen kommen einfach mal, weil ich es gerade fühle, dahin. Ein Ersatzglühbirnen-Kit. Ich brauche doch kein Ersatzglühbirnen-Kit. Könnte man eigentlich auch verschrotten. Vielleicht ist da ja Gas drin. Nicht Gas, Chemikalien. So, ja, Glühbirnen. Weiß nicht, ob ich die brauche. Mehr vom selben Blech. Nee, das ist Stahlblech, das ist auch Stahlblech. Vielleicht ist die Stackgröße 10. Ja, sieht so aus. Bei dem Ding hier, Single and Family, Hinweis Aufbewahrung in Station. Weitere Infos. Soll ich damit machen? Durchstöbere den Müll und schau, was du finden kannst. Ja, das mache ich dort die ganze Zeit. Ne? Haut da einfach so raus? So viel primitive Platten und Türen? Krass. Die hat ja kaum Leben. Ich dachte, vielleicht ersetze ich mal ein paar abgeschrabbelte von mir. Das hätte auch nicht so viel gebracht. Hallo? Warst du schon? Dafür hat es nichts gegeben. Ich nehme mein O zurück. So, primitive Platte. Vielleicht machen wir das mal eher reinlegen. Okay, vielleicht ist es einfach nicht wertvoll. Vielleicht ist es einfach nur Schrott. Wer weiß das schon. Echt, kann ich die nicht einfach aufnehmen, wenn ich hier oben Platz räume? Probieren wir es mal so, weil aus einer Tür kam zumindest Zeug raus. Nö,
Vielleicht aus dem geschenkten Zeug kann man nichts machen. Wäre aber ein bisschen dämlich. Warum denn? So. Eine im Inventar. Eine in den Händen. Vielleicht ist die Mülltonne dann beleidigt, dass wir das tun. Wäre eigentlich schade. So. Bis jetzt war sie ja immer ganz hilfreich, aber das hat leider nichts gebracht. Na gut. Deponiere gesammelte... Okay, die Aufkleber anscheinend auch. Aufkleber, Aufkleber, Lack, Aufkleber. Stahlblech, ja, das bleibt erstmal hier drin. Stofffetzen. Okay. Wo hast du jetzt die Stofffetzen hier? Weiß nicht, Wasser ansaugt. Vielleicht hier Sachen, die auf dem Boden liegen. Und steckt sie bei sich rein. Keine Ahnung, so. Hier müssen wir auf jeden Fall das da, nicht die T-Shirts. Das ist keine Farbe, das wusste ich. So, ich bin ja kein Vollidiot. So, das ist Aufkleber-Kit-Zahlen. Ah, die Aufkleber kommen auch rein. Das garantiert nicht. Und was ist das? Der Feuerreifen-Aufkleber. Das ist doch auch nur ein Aufkleber. Zum Anlegen in Verschönerungsmaschine. Ein Aufkleber-Kit kommt rein, aber einzelne Aufkleber nicht. Okay. Und jetzt braucht man die Verschönerungsmaschine. So, dann kommt hier das unnötige Zeug mal wieder da rein. Und was können wir denn noch so machen? Hier unten Verschönerungsmaschine. Die kostet 0,5. Her damit. Bestätigen. Und her damit. Und, oh, stolper über den Koffer. So. Na, das freut mich, dass man die leidigen Kartons hier loswerden. Eine schöne Verschönerungsmaschine. Denke ich zumindest. Aha. Aprosexuell Pride? Achso, Pride-Flaggen gibt's hier. Interessant. Lesben, Intersex, Genderqueer, Aufkleber, BLM. Ah, Black Lives Matter, sehr schön. Na gut. Lagere Verschönerungen im Inventar der Verschönerungsmaschine. Okay. Das heißt, die beiden kommen da rein, wenn ich das jetzt richtig... kann ich hier... kommen die dazu. Aufkleber, wie fahre ich? Oder Melik HT, Nummernschild. Kann ich das Verschönerung hinzufügen? Ich drück doch T. Zuweisung starten. Nee. Wie? Installiere eine Verschönerung mit der Verschönerungsmaschine. Danke. Das habe ich gerade eigentlich versucht. Wie funktioniert das denn? Zuweisung. Ja, T. Ich drück T. Spiel, was willst du von mir? Kann ich hier irgendwie schwulen Demi? Was ist denn demisexuell? Viele davon kenne ich gar nicht. Polypan. Oh, ich glaube, da steht mal auf Fun. Kann ich auch nicht auswählen. Logbuch ansehen. Nö. Nummernschild, das könnte ich doch. Ich drück doch T-Spiel. Da ist es wirklich nur hier. Ich bin etwas irritiert, wie die funktioniert. Ah, vielleicht so. Innen, außen. Keine kompatiblen Verschönerungen. Ach, hier. Lassen wir das Gummi brennen. Ah, da lohnt sich auf jeden Fall eine Pride-Flagge. Wir können einen installieren. Der Feuerreifen. Okay. How's my driving? Und wie wähle ich das aus? Außen? Leer, leer, leer. Okay. Hier unten sind die Pride-Flaggen. Black Lives Matter.
Kann ich den hinzufügen? Ah, wunderbar. Sehen wir die jetzt auch so schön? Na also. Und hier, oh, ein Feuerreifen. Ist das nicht genial? So. Dann kommt der zu uns. Der kommt in die Hand. Können wir wenigstens ein bisschen was reparieren. Also C drücken hat ihn ausgerüstet. Das ist auch praktisch. Das ist ja alles am Arsch. Und da gehört es nicht hin. Oh, die ist komplett... komplett hinüber. Und mein Reparatureimer ist... Ja, das war's mit meinem Reparatureimer. So, vielleicht können wir ja noch irgendwas machen, aus dem wir Chemikalien bekommen. Größerer Spind. Oh mein Gott, bestätigen. Wo stelle ich den hin? Wo stelle ich den hin? Also das Upgrade-System ist klasse in dem Spiel und was man alles machen kann. Ja, komm. Oh, da geht mir das Herz auf. Nee, das ist wirklich klasse. Oh, da können wir ordentlich was reintun. Erstmal Stahlblech. Glühbirn, dann muss ich die nicht mit mir rumschleppen. Keine Ahnung, wo ich das hier... Singlin Family, Aufbewahrung in Station. Ja, keine Ahnung, was das Spiel mir sagen will. Ich bewahre es doch gerade in der Station auf. So, wir haben noch ein bisschen Energie. Was haben wir dann? Natürlich ist es wichtig, dein Auto aufzumotzen, aber du solltest auch ein paar Ressourcen aus dem Sperrgebiet darauf verwenden, dir selbst etwas zu gönnen. Los, du hast es verdient. Ein besserer Rucksack, Materialien, viel, nein, Chemikalien. So ein Mist. Noch ein größerer Spind. Verbesserte Antenne. Integrierte Thermosaft-Wärmeableiter sorgen dafür, dass diese Antenne mehrfach aktiviert werden kann, bevor sie überhitzt. Und was bringt die Antenne? Materie, Regenerator, dank raffinierter LIMP-Technologie und einer fortschrittlichen spektromechanischen Akustikanlage, kannst du an dieser Station bei Ausflügen ins Sperrgebiet Autoteile reparieren. Oh, Energie hätte ich aber in mir vielen Chemikalien. Ein Faxgerät? Merkwürdig. Dieses Frequenzanalyse- und Extraktionsgerät sollte eigentlich gar nichts empfangen. Ist es überhaupt an die Telefonleitung angeschlossen? Ich weiß es doch nicht. So, was haben wir denn? Überlebenswerkzeuge. Ein Befreier. Der Befreier ist zwar kein Präzisionsschneidewerkzeug, Sprengladung, aha. Autokomponenten kann er abtrennen. Ersatzglühbirnen-Kit brauche ich im Moment nicht. Schweißbrenner kann ich auch nicht machen. Was fehlt mir denn? Labile Energie habe ich nicht. Außer im Real Life, da bin ich sehr labil, teilweise. So, was haben wir hier? Seitlicher Benzintank. Können wir auch nicht machen. Ich glaube, alles, was hier weiß leuchtet, können wir aktuell nicht machen. Was bist du? Limpuls-Emitter. Es handelt sich hierbei nicht um einen schlechten Wortwitz, sondern um ein sorgsam kalibriertes Gerät, das pro Sekunde tausende elektromagnetische Impulse in zufälligen Intervallen ausstoßen kann. Dieser Generator erschwert es vielen organischen und elektroorganischen Wesen, sich am Auto festzukrallen oder es zu beschädigen. Das hilft gegen die Häschen. Her damit. Yay. So, und was haben wir dann noch? Ich glaube, so viel können wir nicht mehr machen. Energie wird auch knapp. Ja, hier könnte man was machen. Hier einen normalen Scheinwerfer. Wird sich vielleicht seitliche Flutlichter... Schalte ein seitliches Gestell frei. Na, das haben wir noch nicht als Voraussetzung. Wiederverwendbare Fackel. Ja, Taschenlampe halt. Ihr macht noch den Scheinwerfer. Kann nicht schaden. So. So, jetzt wissen wir, wie ein Scheinwerfer geht. Das nehmen wir hier mal aus dem Weg. Sonst stolper ich noch ein paar Mal drüber. Dann brauchen wir das Teil. Oh, mit C einfach ausrüsten. Wieso habe ich das nicht gleich gemacht? Nein, ich hätte es lieber abnehmen sollen. Die Platten sind doch viel besser als meine. Oh. Egal, wir haben die Ressourcen. Hier, primitive Platte. Ach so, ich kann die nicht einfach abschrauben. Mist.
Na, das hätte es mir jetzt auch zu leicht gemacht, glaube ich. Ja, ich hätte das, ich muss das ja, krieg das nur auf der Werkbank hin. So, kein Reifen dran. Vielleicht Chemikalien im Kofferraum? Ja? Nix im Kofferraum? Doch. Ah, toll. Bisschen Klebeband. Damit kann ich mir auch nichts kaufen. So, schön her damit. So, Autowrack ist abgefragt. Mülltonne des Gebens. Gib mal was. Aha. Primitive Platte, primitive Tür. Kofferraum, primitive Platte, Tür. Hier, die ist doch scheiße. Die kommt hier rein. Angeknackst, ja, ja. Ich bin auch angeknackst. Okay. Ich denke, man kann keine Teile verschrotten, die aus dem Mülleimer kommen. Macht in gewisser Seite Sinn, vielleicht. So. Aber wir können sie zumindest installieren. Aber ein bisschen mehr Schutz. Wunderbar. Sieht zwar nicht besonders gut aus, aber muss jetzt erstmal reichen. Dann planen wir doch direkt die nächste Route. Aber in ein uns nicht unbedingt bekanntes Gebiet, aber in kein schwieriges Gebiet. Machen wir mal das. Wir müssen Chemikalien finden, bevor wir uns in die nächste Zone stürzen. Limpuls-Emitter können wir sogar machen. Braucht aber ein bisschen... Bisschen Ding braucht es, aber wir können Scheinwerfer herstellen. Machen wir mal 2 Scheinwerfer. So, die alten kommen weg. Weg mit dir. Und weg mit dir. Und hier haben wir 2 schöne Scheinwerfer. Müssen wir nicht reparieren, sondern wir können es ja... Hä? Weg mit dir. Dachte, ich hätte meine Primitiv... Ah. Ah. Das sieht doch schon besser aus. So, du kommst mit mir ab in den Recycler. Ja, eine tolle Maschine. Wieso waren denn da so viele Fackeln drin? Ach so, die haben fürs Licht gesorgt. Ich verstehe. So. Oh, da waren zumindest elektronische Bauteile drin. So, vielleicht können wir hier nochmal saugen. Auch wenn ich noch nicht wirklich... Boah. Wenn wir was übersehen haben. Transportköfferchen. Primitive Tür und Plastik. Stimmt, die primitive Tür lag ja auch noch rum. Wie viel Leben hat die denn? 3/4. Ja gut, dann machen wir die ab. Dann verschrotten wir die. Und die kommt dafür dran. Ich weiß, sieht gerade nicht perfekt aus. Alles andere als perfekt, aber muss erstmal reichen. So, das nehmen wir natürlich mit und ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich genügend, um wieder auf Erkundungstour nach Chemikalien zu gehen. Den nehme ich gleich mal damit. Brechstange hier hin. Den Rest lassen wir mal im Auto, würde ich sagen. So wichtig ist es nicht. Die Ressourcen, ja, könnte man theoretisch überlegen, ob man die mitnimmt. Vielleicht lassen wir sie aber auch einfach da. So, die sind hier drin, die sind hier drin, die sind hier drin. Ihr könnt doch gestapelt werden. Dann tut es doch bitte auch. Ihr könnt auch noch gestapelt werden. Und den Rest können wir vielleicht mal hier irgendwann einsortieren. Ich weiß, da sind jetzt noch Teile im anderen Ding drin. Wird schon irgendwie passen. So, Benzinkanister voll. Sieht so aus. Dann wollen wir mal. Das rüste ich gleich aus. Ich würde das vielleicht doch eher zuweisen. Zuweisung starten auf die 2. Wunderbar. Auf geht's. Mit neuem Elan schmeiße ich den Motor an. Ja, Verzeihung. Wird irgendwann besser. Weiß zwar nicht wann, aber ihr lasst es mich hoffentlich wissen. Ab in die Zone. Oh, ich hätte meine Motorhaube vielleicht auch noch ein bisschen freundlicher behandeln sollen. Ist egal. Ist egal. Die kommt schon klar. Und die Batterie hätte ich auch noch aufladen sollen. Naja, man kann nicht auf alles vorbereitet sein. So, dann würde ich sagen, fahr mal los. Reisen. Ja.
Ich denke, das ist eine angebrachte Location. So, parken. So, hier haben wir doch ein bisschen was. Wollen wir erstmal dahin. Und Zone aktiviert. Was für eine Anomalie? Wolkenfelder? Was sind denn Wolkenfelder? Sondern es einfach diese Blitzteile? Keine Ahnung. So, ab in die Häuser zum Looten. Da links sind sie doch. Hier haben wir auf jeden Fall auch. Okay. Hier sind wieder Anomalien, die. The Arc device needs different charge levels to overcome the conditions for a gateway. You'll have to feed anchors to the Arc device until it's satisfied, and she'll tell you how many she needs at any given time. Aha. Wieso leuchtet ihr jetzt teilweise? Uncool. Aha, okay. Die sind wenigstens weg. Ich bin froh, dass das funktioniert. So. Ja, mit den Ressourcen. Uns ähnlich? Logbuch abspielen? Nee, gerade nicht. Muss mich ja hier konzentrieren. Also. Ich sollte einfach nicht abgelenkt werden. Ich wusste, ich mache was falsch. So. Im Kofferraum gar nichts. So abgenutzt ist das Teil. Und eine primitive Tür. Her damit. Sehr gut. Glaubt, das haben wir jetzt schon erledigt und Häuser sind voraus. Wäre die Frage, können wir kurz hier parken? Ach, was soll? Was soll der Geiz? Wir fahren hin. Wozu haben wir denn Auto? Frag mich nur, warum die ein bisschen abseits vom Schuss waren. Ist egal. Parken können wir auch hier. So, Motor lasse ich natürlich an. So, irgendwas hier von Interesse. Ach, da brauche ich einen Hammer für. Nee. Ist mein Auto gut? Jo. Komm schon, ich will doch einfach das. Achso, Zuweisung. Ich hätte es einfach kurz drücken müssen. Na gut. Und offen ist es. Komm schon, Papa braucht Chemikalien. Nicht T-Shirts. Er hat genug T-Shirts. Die reichen für Wochen. Na gut, das Radio können wir natürlich zerlegen. Irgendwann brauchen wir bestimmt mal Elektrokomponenten. Plastik haben wir auch. Kupferdraht, 9-Volt-Batterie. Werkzeugkiste. Nein, ich brauche doch Chemikalien. Ich glaube, da gibt es auch bessere Orte, wo man die herbekommt. Wir schauen mal auf die Karte. So. Einsteigen. Hier vielleicht in so einer Sendestation, warum auch immer. Ansonsten wird es hier irgendwie Laboratorien oder so geben. So, da ist eine. Achso, die rote Linie gehört dem. Der Mixerklinge, die hier durchfährt. Oh, da ist sie. Und da ist sie weg. So, dann wollen wir erstmal hier schauen. Steht, glaube ich, weit genug weg. Kann man einfach das hier zerhämmern. Sehr schön. Ich hätte da Chemikalien reingepackt. So. Muss ich auch aufdübeln. Kriege ich noch hin? Sehr gut. Komm schon. Zeug, aber anderes. Ein Laborcomputer. Oh, ein Schrank. Nein, keine Chemikalien drin. Wieso machen die sich denn so rar? Sind die in der Erde vergraben? Muss ich die selber synthetisieren? Das wäre aber nicht so recht. So. Ja. Aber den Rest nehme ich dann doch ganz gerne mit Rucksack. Mist. Nix von Bedeutung drin. Gefahrgutschrank. Den muss ich wahrscheinlich aufhebeln. Hab ich in der Hand. Sehr gut. Oh, Gaskartusche, Chemikalien, Chemikalien, Chemikalien. Das war also der richtige Hint. Wir müssen an Gefahrgutschränke. Ach, gerade muss ich nicht auf die Toilette, aber danke der Nachfrage. Nein! Ich kann euch doch nicht leiden. Ich kann euch doch nicht leiden. Ich finde euch gruselig. Na gut, weiter geht's. Die Zone ist zumindest nicht so hostile.
So, da müssten auch nach meiner klugen Berechnung auch Chemikalien jetzt drin sein. Das ist da irgendwie auf dem Berg. Okay, das ist erstmal weg. Dann müssen wir da hochfahren. Na, da war auch ein Autowrack. Aber erstmal Chemikalien. Nein. So. Hier ist natürlich auch noch ein Autowrack. Schön den Gang einlegen. So sollte man niemals anhalten, aber in dem Spiel funktioniert's. Und verschleißt auch nicht so sehr, deswegen ist schon in Ordnung im Spiel. Aber bitte haut nicht in eurem Automatik einfach nur den Parkmodus rein. Das mögen die gar nicht so sehr. Zumindest nicht in voller Fahrt. Ich find's hier zumindest praktisch. So, nehme ich alles gern mit und baue ich alles gern ab. So. Ja, ominöse Geräusche, wohin man auch hinhört. Das ignorieren wir. Da sind wir ja ganz gut drin geworden. Hab zumindest... Ja. Fast ganz gut drin geworden. Na, ich glaube, ich habe da nicht alles eingesammelt von gerade von dem Ersatzreifen. Ich habe da aber auch nicht mehr so viel gesehen. Ist egal. Wir schauen mal, ob wir hier was Wertvolles finden. Kann ich die Zäune wegmachen? Und... Ja, na immerhin. Nein, Papa braucht Chemikalien. Chemikalien, soll ich es euch buchstabieren? CH-Chemikalien. Keine Tür. Du lässt mich einfach nicht rein. Das respektiere ich. Dann müssen wir wohl weiter. So, wie sieht's aus mit der Instabilität? Da ist eine Tankstelle. Vielleicht findet man da ja noch ein paar Chemikalien. Könnte ja auch sein. Zumindest ein bisschen Sprit können wir da auftanken. Und vielleicht gibt es da auch noch andere Autos, die mal looten können. Egal, die Motorhaube ist eh schon am Arsch. War schade da noch ein bisschen. So. Ach, da ist so ein Stabilitätsanker. So, da hinten ist ein Speed-Modul. Und Verschwindibust. Na, ganz schön aufmüpfig hier. Könntet ja wenigstens alle auf einmal verschwinden. Was ist denn los mit euch? Braucht jeder eine extra Einladung? Du? Und du auch noch? Nein! Mist, ich verschwende gerade so viele Fackeln. So, weg mit dir. Nein, wo sind die Kerne hin? Da sind Kerne. Du respawnst, das ist uncool. Ich hab dich genau gesehen. Her damit. Und her damit. Nicht, dass die auf den Dingern wiederkehren. So, sehr schön. Dann haben wir da einen Stabilitätsanker. Ist doch egal, ob instabil oder stabil. Ist das nicht dasselbe? Gut, das klingt eher nach Gegenteilen. Man kann das verargumentieren irgendwie. Habe ich da einfach eine Fackel hingeworfen oder soll das so rot? Ich glaube, ich habe eine Fackel hingeworfen. Irgendwas zum Looten hier noch. Ich glaube, die Region wird hier ein bisschen unfreundlicher, wenn wir den stabilen Anker entfernen. Ich mache es aber trotzdem. Boah. Wird schon klappen. Und rein mit dir. Und Tür zu. Und was hast du gelagert? Zumindest Fackeln. Haben wir wieder ein paar mehr davon. Gegen die Figuren äußerst nützlich. Die kann ich wirklich nicht ausstehen. Nein, eine so schöne Stahltür. Ich glaube, wir brauchen das Werkzeug, was die Teile einfach absprengt, sodass wir die verwenden können. Hätten wir unser Auto wieder ordentlich flott machen können. Zumindest deutlich besser reparieren. Und Sommerreifen sind auch drauf. Ist doch noch gar nicht Ostern. Haben doch gerade erst hier Mitte März. Oh, das tut mir fast leid, diese ganzen guten Stahlplatten abbauen zu müssen, ohne dass ich die auf mein Auto einfach schrauben kann. Naja, man kann nicht alles haben. Vor allem kann man nicht so viel Chemikalien haben, wie man braucht.
Und das könnte hier ein Tick schneller werden. Aber mein Verschrotter ist gleich Schrott. Das sollte aber nicht sein. Ja, schafft man den Reifen noch? Ich glaube ja. Nein! Ich habe doch ja gesagt. Ach, was kann ich eigentlich? Neuen Verschrotter ausrüsten? Na gut. War nicht alles umsonst hier. Schön hier mit dem Zeug. So, ab zur Tankstelle. Einmal voll machen. Kann ja nur gut werden. Motor läuft. So sollte es sein. So. Nein, die Tankdeckel ist doch auf der anderen Seite. Ist egal. Wir kriegen es irgendwie hin. So, das muss man aufhämmern. Sehr schön. Ein Rucksack auf der Toilette. Mit so mittelguten Materialien drin. Besser als gar nichts. So. Ihr kommt mal da rein. Und verstopft hier nicht das ganze Inventar. Und... Hände hoch, das ist ein Überfall. Ich brauche alle Chemikalien. Oder Geld. Ja, Werkbank bringt mir jetzt nicht wirklich was. Chemikalien. Chemie? Hallo? Also Fackel hilft vielleicht. Hui. Ruhe. Oh, kaum was drin in der Truhe. Ich glaub's ja nicht. Werkzeugkiste. Ah, das reicht doch nicht an Chemikalien. Das reicht ja nicht mal für einen Farbeimer. Auto noch da? Gut. Dann tanken wir. Ja, damit. Nein! Mist. Ja, dann immer drauf achten, wo der Tankdeckel ist. Da ist sogar so ein kleiner Pfeil dran. Der gibt auch bei eurem Auto in echt an, wo der Tankdeckel ist, neben dem Tanksymbol. Müsst ihr mal drauf achten. Das habe ich erst vor kurzem gelernt. Ich habe mir einfach gemerkt, wo es war. So. Jetzt steht's richtig. Jetzt haben wir wieder falsch angehalten. Und jetzt pumpt man mal ein bisschen. So. Rein mit dir. Bitte macht das nicht bei laufendem Motor, so wie ich das gemacht habe. Das Spiel verzeiht eine richtige Tankstelle wahrscheinlich nicht. Gut, rein mit uns. Wie sieht es mit der Instabilität aus? Portal verknüpft. Hier ist direkt ein Portal. Da sind bestimmt noch Ressourcen drin. Vor allem Chemikalien in diesen Laboren. Wie kommen wir da am geschicktesten hin? Hier durch, würde ich mal sagen. Ob das jetzt am geschicktesten ist, kann man sich drüber streiten. Ich würde zumindest sagen, wir kommen hier rüber hin. Und das reicht erstmal für den Anfang. So, da haben wir es ja schon. Ader Sachs. Na gut, das ist eine persönliche Meinung. Und Feuer. Ja, sehr schönes Plasma. So, was haben wir denn hier alles? Werkzeugkiste, ohne Chemikalien drin. Wäre auch ungewöhnlich, was hätten die da drin zu suchen. So, das nehmen wir natürlich mit. Ansonsten sieht es hier relativ mau aus bis jetzt. Geht bestimmt weiter in die Richtung. Chemikalien. Sind auf jeden Fall die richtigen Gebäude, das ist doch schon mal gut zu wissen. Und dann können wir, glaube ich, auf die Karte sehen, wo wir als nächstes hin müssen. Da ist noch eins. Ich weiß immer noch nicht, was das mit dem X ist. Bestimmt nichts Wichtiges. So. Nein, ein Haufen Autos. Und komm schon. Komm zu Papa, ihr Chemikalien. So. Licht. No place is safe. Würde ich anders sagen. Ich fühle mich im Moment so mittelsicher. So, was habt ihr hier? Nix, nix, nix. Haufen von Laborcomputern und nix. Ja, könnte man auch zerlegen, aber ich bin mehr an dem Gefahrgut interessiert. Ich glaube, links von rechts von uns ist einer. Ja. Nein, nur eine Chemikalie. Was soll denn der Geiz plötzlich?
Wie viele Hammer? 3. Und im Auto auch nochmal 3. Das reicht ja für nix. Oh, hat sich hier aber schön versteckt. Zumindest eine Brechstange haben wir bekommen. Und ein Spind. Beinahe übersehen. T-Shirt, Klebeband, T-Shirt, Fackel. Na also. Und die Instabilität kommt. Da würde ich mal sagen, wir sollten irgendwie raus. War das richtig? War das falsch? Ich glaube, das war halbwegs richtig. Wir wissen ja jetzt, wo es hingeht. Nehmen wir mal die schönen Chemikalien hier mit. Weiß zwar nicht, warum das Spiel meint, das müsste gerade so Geräusche machen. Na, ich glaube, wir hätten noch Zeit gehabt. Da war, glaube ich, nur die eine Stelle instabil. Ist egal. Einfach sichern, was wir mal haben. Und gespeichert. Das ist doch gut, aber ich habe, glaube ich, keine überschüssige Energie mehr. Das Ding, das du sahst, war nicht Bigfoot. Never was, never will be. Don't let Tobias and Francis fill your head with that nonsense. Ich habe nie einen Bigfoot. Haben wir einen Bigfoot gesehen? Wäre mir wenn entgangen. So. Aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.